So, liebe Freunde, ich habe jetzt gerade mal den Fight größtenteils geskippt. Ihr habt ja schon gesehen, zu was Jon Alaska im Leisten zustande ist. Das hier ist die dritte Form übrigens, so eine Art Medusa, die Megadeth unter anderem kann. Also ist auf jeden Fall Metal-Fan. Ich habe jetzt hier mit Shiva, bin ich kurz davor, den letzten Nagel in den Sarg eben zu hauen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Zack! Und Overcoming the Past Achievement Unlocked, das war tatsächlich die finale Form von Lady Yunaleska. Ich soll mal den Sound ein bisschen höher machen. So. Sorry für den Hörsturz. Und damit hätten wir Lady Yunaleska endlich fucking gelegt. Und jeder bekommt natürlich XP. Ich habe sichergestellt, dass jeder schön mit angreift. Und Bahamut hat gut vorher mit Grand Flares reingehauen. So does the final Aeon. And with it, Spira's only hope. You wanted it? Then we'll find Spira a new hope. Fool. There is no other way. Sagt der Tempel auch. Even if there was. Even if you did destroy sin. You, Yevon, the immortal, would only create sin anew. You, Yevon? Ah, Zaon, forgive me. Spira has been robbed of the light of hope. All that remains is sorrow. Irgendeiner kreiert... Moment, Yevon. Die mit dem Tempel, die gesagt haben, wir benutzen keine Machina, weil sie unrein sind und trotzdem Machina benutzen. Kreieren Sinn? Habe ich das richtig verstanden? Level 3 Key. Nice, Level 3 Keys 4. I cannot believe what we just did. Oder was ich gerade gehört habe mit Yevon. What? Destroy sin, so it won't come back. And without the final Aeon. I don't know how just yet, but I'll find out. Okay. Gehen wir nochmal kurz zurück zum Safe Point am besten. Dass wir den Kampf definitiv safe haben. What? Ja, Moment. Ah ja, okay. Ich dachte nämlich gerade, wir haben hier dieses komische große Symbol noch gesehen, das leuchtende. Ich dachte, da geht's weiter. I know. It's about you, right? I am also an unsent. What? You were not surprised. I think I kind of knew. It was Yunaleska, wasn't it? Ah. When Braska and Jekt died defeating Sin, I just couldn't accept it. Das wusste ich nicht allerdings. I came back here, tried to avenge them. But she struck me down. Somehow I made my way, crawling down Mount Gagazet. But my strength left me, just outside the bell. That's where Kamari found me. I told him about Yuna, just before I died. I've been wandering ever since, never going to the far plane. Arin. Don't make that face. Being dead has its advantages. I was able to ride Sin and go to your Xanarkand. And... Ah. You've been watching over me since then, haven't you? Why? What's the big idea? Why me? It is one of those things that is difficult to explain. Very well, I will show you. Ja, das erklärt den Encounter direkt am Anfang mit Auron und Sin. Wahrscheinlich Anordnung in Anführungsstrichen von Jekt. Ja, dachte ich mir schon. Nah, never mind. Out with it. Okay, listen good. Take care of my son. Yep. My son in Xanarkand, he's such a crybaby. He needs someone there to hold his hand, see?
Take care of him, will you? But how am I supposed to go to Xanarkand? Hey, you said it yourself. There must be a way to get there, right? You'll find it. All right. I will. I give you my word. I'll take care of your son. I'll guard him with my life. Thanks, Auron. You were always such a stiff. But that's what I liked about you. That is why. Okay. The plot thickens. Definitiv. Okay, hier ist doch nichts, oder was? Dachte schon irgendwie. Wow. Okay. Ja, anscheinend haben wir hier doch gar nichts mehr. Wenn wir da hinten runtergehen, werden wir hier wieder hochgeschickt und... Okay. Hier ist eine Chest. Habe ich gerade übersehen, aber ich habe gerade getriggert. Wenn letzteres, dann bin ich stolz. Suncrest. Okay. Wir können mal schauen. Wir haben ja hier auch noch was gefunden. Das war wahrscheinlich Poison, ja. Serum Ring, Poison Ward. Tetrapack haben wir ja auch noch, sehe ich gerade. Schild und Armbleibe einmal für uns und einmal für Kimali. Einer von beiden ist wichtig. Okay. Zombie-Proof wäre sogar ganz gut gewesen, eigentlich gerade im Kampf gegen Yunaleska. Aber. Ja, schau mal kurz durch, ob wir irgendwas Besseres haben. Counter-Attack? Nee. Da ist das Beste, was wir gerade haben. Wir haben gerade HP-Stroll. Recovering war das, genau. Silence und Confuse Ward. Zählen wir mal die AP. Die extra. Vielleicht können wir das Item noch ein bisschen upgraden. Avenger ist nach wie vor Counter-Attack. Aber ich glaube, jetzt. Im jetzigen Verlauf ist Brotherhood vielleicht mit am besten. Plus 15% Strength, Border Strike nicht unbedingt, aber auf jeden Fall der Sensor ist auf jeden Fall nicht schlecht. Plus die beiden Buffs auf Strength. Hier haben wir HP und Defense. Plus 10 jeweils. Okay. Hier haben wir... Ah ja, hier haben wir mal Counter Attack und Piercing. Oder Strength plus 5. Ich gehe mal auf Counter Attack hier. Magic Death ist, glaube ich, mit das Beste. Yuna hatten wir gerade gehabt. Kimari. Sensor und Strength. Gerne. Hier haben wir HP und Defense wieder. Ist auf jeden Fall das Bessere. Liquid Stone Touch und Strength. Poison Touch ist auch nicht schlecht, aber... Da wir sowieso im Ende des Games sind und die bestimmt Poison Resistant sind, gehen wir mal auf Force Knuckles. Ein bisschen mehr Damage. Und ein bisschen MP eben auch für sie. HP und MP plus 10 plus 5. Ne, plus 15 HP. Ah, ich glaube, Defense ist ein Stück besser, oder? Plus 10? Nehmen wir mal. Von 3100 auf 2700 runter. HP. Ah, ich glaube, im Großen und Ganzen ist mehr Defense besser als mehr HP. Okay, das passt. Hier haben wir Strength und Piercing. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Double Penalty, Sleep, Silence und Dark Touch. Können wir mal equippen. Das klingt auf jeden Fall super. Hier haben wir Defense plus 3, HP plus 10. Ja, ist jetzt Defense plus 3 besser oder HP plus 10? Ja, HP plus 10. Für ihn. Plus 3... Defense ist ein bisschen, ist zwar gut, aber ich denke mal plus 5 ist auf jeden Fall, also plus 5 Defense stelle ich mal über HP plus 10, aber Defense plus 3 stelle ich mal unter HP plus 10. So, dann würde ich sagen, saven wir hier eine Runde. Und dann war es das schon für die heutige Session von Final Fantasy 10. Wir haben
noch einiges heute hinter uns gebracht. Wir haben jetzt die Xanarkand Trials hinter uns gebracht. Das heißt, Xanarkand ist clear, mehr oder weniger. Wir haben Lady Unalaska tatsächlich mal schön die Zwille gezogen, was dann doch ein etwas härteres Unterfangen war. Aber ihr habt ja in dem Fall letzten Endes dann nur das finale Resultat gesehen, den Final Strike von Shiva. Also drei Formen hat Lady Unalaska insgesamt. Hellbiter ist scheiße. Man sollte allerdings versuchen, die erste Form, das wäre so mein Ratschlag eigentlich, die erste Form größtenteils wirklich mit der eigenen Party zu finishen, Unalaska. Ab der Hellbiter-Stage, da wird's halt extrem hart. Die eventuell noch versuchen mit, auf keinen Fall, das war definitiv das Problem im ersten Durchgang, dass ich eben Spell Shield gemacht habe und dadurch könnt ihr eben euch nicht mehr wirklich heilen. Also die Spell Shield haben und ihr macht Cura oder Curagar oder irgendwas, versucht die zu heilen oder versucht irgendwelche Statuselemente eben wegzubekommen. Das wird eben sofort reflektiert auf Lady Unalaska, deswegen auf jeden Fall Spell Shield vergessen. Yuna muss draußen bleiben, damit dieser Hellbiter-Effekt auf jeden Fall weg ist. Also versuchen die zweite Stage ebenfalls mit der Party zu clearen, eventuell mit Overdrives und dann in dieser Medusa-Schlangenfrau-Form irgendwie, da kann man generell versuchen wirklich mit den Overdrives der Aeons sie zu killen. Alles andere muss man, glaube ich, mit der Party machen, aber Medusa-Head sollte man eigentlich mit Overdrives von den Aeons dann clearen können. Ansonsten natürlich Auto-Heals wäre nicht schlecht, wenn man die eben hat als Defense-Items. Also man kann ja eben die Items noch equippen in der Phase des Games mittlerweile. Da kann ich noch mal kurz zeigen, bei Customize kann man zum Beispiel hier noch extra, also hier unten haben wir ja bei Zikas Armgard haben wir ja HP plus 10 und wir haben noch einen Slot frei, dass man, keine Ahnung, SOS-Zombie oder irgendwie sowas macht, wenn es das gibt, ich weiß es gar nicht. Oder auch Deathproof, nicht unbedingt. Aber so Zombie-Proof oder sowas. Das wäre auf jeden Fall eine Idee, dass man das eben dann nochmal reinhaut, sodass man eben das Automat, dass man eben nicht in Gefahr läuft, dass sie eben mit ihrem Hellbiter-Scheiß Zombie auf euch castet und euch dann eben aus Versehen oder absichtlich natürlich heilt und damit eben euch quasi Damage macht. Und dann, wie gesagt, der letzte Fight, letzte Stage, sollte eigentlich mit den Aeons im Overdrive ohne Probleme funktionieren. Hat übrigens da auch einen Regen-Angriff, also hat auch Absorb. Das ist so das einzige Problem eigentlich, aber ansonsten sollte man das relativ leicht hinkriegen. Ansonsten, wie gesagt, war's das für die heutige Session von Final Fantasy X. Wie gesagt, Xanarkand Trials sind durch, wir haben Lady Unalaska besiegt. Wir werden sehen, wie es mit der Story auch gleich zu Ende geht, denn ich glaube, jetzt haben wir nur noch ungefähr eine Stunde oder eineinhalb Stunden, zwei Stunden vielleicht, wenn man die Cutscenes mit einberechnet. Noch von diesem Game übrig, das heißt Final Stretch, vielleicht das nächste Mal schon die finale Recording Session, werden wir sehen. Aber ja, wir haben gesprochen, ich hoffe, die heutige Session hat euch gefallen und dann sehen wir uns bei der nächsten Session von Final Fantasy X HD Remaster, wenn ihr denn wollt, wieder, ihr Freunde.